Hinter mir ist das Hauptquartier des Propagandawüstlings und da gehen wir jetzt rein. Die Heimat des Propagandawüstlings. Nicht der junge Mann, der neben mir sitzt, das ist Dr. Vinzenz. Er ist der Landeschef der AfD in NRW. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben dem Ministerpräsidenten Ihres Bundeslandes haben wir einen kurzen Vorschnitt. Den schauen wir uns jetzt mal an, dass die Zuschauer sich mal ein Bild machen können. Ich bin ja nicht Ricarda Lang, Entschuldigung. Dass die Zuschauer sich das anschauen können, was gemeint ist. Wenn Sie die AfD schon ansprechen, Herr Höcke hat in diesem Sommer ein Interview gegeben, wo er mit Ressentiments gespielt hat gegen behinderte Kinder. Da wird mir Angst und Bange. In dieser Partei ist jeder falsch, der kein Nazi ist, weil das ist eine Nazi-Partei. Ja, starker Tobak. Das heißt also, jeder, der in der AfD ist, wird als Nazi bezeichnet. Herr Wüst sagt hier, das Sommerinterview von Björn Höcke ist dazu geeignet, denn er hat Ressentiments geschürt gegen behinderte Kinder. Wir schauen uns das nochmal an. Aber ein starker Vorwurf. Absolut. Also man sagt ja, in Krieg und Liebe ist alles erlaubt, in der Politik ist fast alles erlaubt. Von daher, dass er offensichtlich inhaltlich bankrott in der Regierung hier in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen, wo Nordrhein-Westfalen mittlerweile in sehr vielen Bereichen wirklich die rote Laterne bildet, das Bildungssystem selbst vor die Wand fährt, dass er jetzt versucht, politische Mitbewerber in dieser Art und Weise zu diffamieren, das mag aus seiner Position vielleicht sinnvoll sein, vielleicht auch nochmal ganz besonders dazu zeigen, dass er linksgrün selber mittlerweile tickt und sich da von uns eben von konservativen Menschen, von konservativen Standpunkten abwendet. Aber Tatsache ist, ich glaube, wenn man sich sinnstiftend damit beschäftigt, was Björn Höcke da in diesem Interview auch meinte, da kann man nichts Falsches dran finden. Deutsche Schulen sind überfordert mit dem, was dort passiert. Wollen wir den Zuschauern Gelegenheit geben, einmal, dass wir sagen, kurz das Sommerinterview einblenden, eine kurze Sequenz. Und dann mal kurz die Aussage dessen, was er gesagt hat. Und liebe Zuschauer, das, was er bei uns gesagt hat im Interview. Dass Sie eine Gesellschaftspolitik gemacht haben, die dazu geführt hat, dass wir mittlerweile in den Schulen Ausgangsbedingungen haben, die die Lehrer auch mit bestem Einsatz nicht mehr korrigieren können. Wir haben eine Familienpolitik, die als solche nicht bezeichnet werden kann. Man hat mehr oder weniger eine Familienzerstörungspolitik in den letzten Jahrzehnten gemacht. Herr Denger, ich möchte nicht auf der Symptomebene herumdoktern, sondern ich möchte an die Ursachen gehen. Das heißt, wir brauchen eine Wende in der Familienpolitik, wir brauchen eine Wende in der Einwanderungspolitik, das ist ganz, ganz zentral. Und das sind erstmal die Belastungsfaktoren, die wir von dem Bildungssystem wegnehmen müssen. Mhm. Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise der Inklusion, beispielsweise auch dem Gender-Mainstream-Ansatz. Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen. Ja, wir haben es gesehen. Er sagt, die Ideologie der Inklusion ist gescheitert. Nun habe ich den Eindruck, der Moderator hat wenig Interesse daran gehabt, dann nochmal eine Nachfrage zu stellen, weil er genau wusste, mein Empfinden, nun mache ich es auch schon ein paar Jahre mit fast 3000 Sendungen, aber mein Empfinden, dass er jetzt sitzt an der Falle, das lässt sich medial gut ausnutzen. Ja, also wenn man tatsächlich da denkt, da wäre etwas Skandalöses gesagt worden, hätte er ja nochmal nachhaken können im Sinne von, wie meinen Sie das denn genau? Und Herr Höcke hat es ja jetzt nochmal auch lange ausgeführt, dass er natürlich nicht damit meinte, dass die behinderten Kinder nicht mehr zur Schule sollen und dort nicht mehr geschult werden. Wir haben ja einen Status quo immer noch in der Bundesrepublik Deutschland, wo es tolle Sonderschulen gibt, wo viele Betroffenen selber sagen, da sind die Kinder besonders gut aufgehoben. Und als Mediziner kann ich Ihnen das auch sagen, dass Menschen mit Behinderung ist ja eine unglaublich heterogene Gruppe. Da gibt es natürlich Kinder, die können dem Regelunterricht super gut folgen. Warum sollten die daran nicht teilnehmen? Aber es gibt andere Kinder, die sind eben in einem normalen Klassenzimmer mit teilweise ja jetzt 30 Personen, vielen, die in Schwerpunktschulen kein Deutsch mehr sprechen, gar nicht mehr dazu in der Lage, das ja überhaupt mitzunehmen. Und vor Pädagogen, die eben keine sonderpädagogische Grundlage haben, da haben wir Sonderschulen, wo sich dann tatsächlich in viel besserer Art und Weise um die Menschen gekümmert werden kann. Und das muss ja immer Dreh- und Angelpunkt sein, dass man für die Menschen das Beste rausholt, das Beste macht, dass jeder nach seinen Möglichkeiten in Deutschland glücklich wird und das Beste erreicht. Und das ist in den Sonderschulen eben dann eben auch gegeben. Ganz im Gegenteil, gerade wenn wir uns das anschauen, was dort gefordert wird, hieße das ja in letzter Konsequenz beispielsweise,
beispielsweise, dass man auch Behindertenwerkstätten abschaffen muss. Dass man dort also auch diese Form von quasi zweitem Arbeitsmarkt, von anderen Beschäftigungsmöglichkeiten nach der EU-Behindertenrechtskonvention, wenn man das denn so auslegen möchte, dass beispielsweise eine getrennte Beschulung nicht mehr möglich ist, dann wäre auch die getrennte Beschäftigung nicht mehr möglich. Da gibt es viele, viele Betroffene, die das, glaube ich, ganz, ganz anders sehen, wo Behinderte, wie aber auch Menschen aus den Werkstätten, wie Menschen aus dem sonderpädagogischen Bereich, ihnen klar widersprechen würden und sagen würden, wenn Wüst sowas fordert, dann tut er dort behinderten Menschen großes Unrecht an. Wollen wir den Zuschauern mal Gelegenheit geben? Wir hatten ja das Interview geführt bei Hallo Meinung mit Björn Höcke, dem Vorsitzenden der AfD in Thüringen. Das, was wir uns mal anschauen, denn es deckt sich nun im Wesentlichen mit dem, was Sie sagen. Aber die Zuschauer sollen sich es bitte einfach mal anhören. Ich möchte jetzt gerne auf Ihr Sommerinterview zurückkommen. Viele Zuschauer haben uns angeschrieben. Das Sommerinterview ist gut angekommen. Ein Punkt bedarf einer besonderen Erklärungswürdigkeit. Und zwar ist es, die Ideologie der Inklusion ist gescheitert. Hier bedarf es der Aufklärung, was verstehen Sie unter Inklusion? Was sind es für Menschen und wo liegen die Lösungen? Und gerade Sie sind ja Pädagoge, Sie waren an verschiedenen Schulen mit tätig, denn die Medien haben es als Willkommensgeschenk gesehen, dass man gesagt hat, ja Moment, Sie wollen behinderte Menschen ausschließen, die sollen ausgegrenzt werden, also ein Klischee erfüllt. Also ich war selbst in diesem Fall wirklich nicht nur erstaunt, sondern entsetzt über die Fehlinterpretation der Medien, die willentlich erfolgt ist, ja ich muss sogar sagen, der Lüge, die dann in der Folge transportiert worden ist von vielen Medien, und ich wurde als Behindertenhasser dargestellt. Nichts stimmt weniger als das. Ich bin ein Mensch mit einer großen Empathie, auch gerade für behinderte Menschen. Und das hat seine Ursache sicherlich auch in meiner Familiengeschichte. Mein Vater ist 1948 geboren worden, ist 1954 eingeschult worden. Damals gab es zwar schon wieder funktionierende Schulen im noch kriegszerstörten Deutschland, aber es gab nur Ansätze eines Sonderschulsystems. Mein Vater war schwer sehbehindert, hatte zwar eine dicke Brille, sah aber trotzdem nichts, ist aber in die Regelschule, also in den Regelunterricht eingeschult worden, weil es damals gar nicht die Möglichkeit gab, in einer Sonderschule eingeschult zu werden. Konnte nicht das lesen, was der Lehrer an die Tafel schrieb, hatte kein Lesegerät, hatte keine Unterrichtsmaterialien, die auf seine Sehbehinderungen abgestellt und abgestimmt waren. Der Lehrer hatte kein Sensorium für meinen Vater, war selbst aus der Kriegsgeneration kriegstraumatisiert. Mein Vater war, heute würden wir sagen, Mobbingopfer wegen seiner dicken Brille. Kinder können auch sehr grausam sein. Und das hat ihn geprägt. Er hat sich trotzdem durchgebissen, ist dann Gartenbauingenieur geworden, konnte aber in diesem bürgerlichen Beruf nicht arbeiten, weil die Sinnesbeeinträchtigung zu groß war. Ja. Ist dann Sonderschullehrer geworden, wie Sie das schon erwähnt haben. Und hat dort dann mit blinden und sehbehinderten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und er hat mir immer wieder erzählt, wie schwierig das ist im Alltag für sehbehinderte Menschen. Wir haben auf einem kleinen Dorf gewohnt. Und wenn dann mein Vater im Dorf unterwegs war und er ging auf dem Gehweg in eine Richtung, auf der anderen Seite kam ihm jemand entgegen. Er wusste nicht, wer das ist. Er konnte nicht sehen, ist das jemand, den ich kenne, den ich besonders begrüßen muss, weil sich das auch anstandsmäßig so gehört. Ist das ein Fremder, der nur eine formale Begrüßung bekommen sollte, wenn man sich an den Konventionen hält? Und das hat ihn extrem schwer belastet. Also diese permanente Sorge, sich falsch zu verhandeln, dieser Druck, der auf einem liegt, und hat ihn dann später wahrscheinlich auch, jedenfalls eine Ursache dafür, stark depressiv werden lassen. Ja? Also bei meinem Vater war die erzwungene Inklusion dann exklusiv oder war eine Exklusion mit schwerwiegenden Folgen. Und ich habe deswegen sehr viel Verständnis für Menschen mit Behinderung, und ich weiß, dass Menschen mit Behinderung schon Räume brauchen und Schutzräume brauchen, und dass ein Sonderschulsystem, wie das die Bundesrepublik Deutschland vorhält, eine Höherentwicklung darstellt. Und ich weiß, dass diese Antwort jetzt schon sehr umfassend ist, aber lassen Sie mich noch auf die UN-Behindertenrechtskonvention eingehen. Das dürfen Sie bei uns, liebe Zuhörer. Das ist der Unterschied zum Öffentlich-Rechtlichen. Bei uns darf der Gesprächspartner ausreden. Ja. Also die UN-Behindertenrechtskonvention wird ja von Linken und Bunden und leider auch von ehemals bürgerlichen Kräften in diesem Lande eben als Grundlage für ihre Argumentation da angeführt. Diese UN-Behindertenrechtskonvention von 2006, die dann 2009 deutsches Recht geworden ist, spricht da nirgendwo von einem inklusiven Schulsystem, sondern diese UN-Behindertenrechtskonvention ist ausgearbeitet worden, um vor allen Dingen den Entwicklungs- und den Schwellenländern ein Fingerzeig zu sein, dass auch behinderte Kinder und Jugendliche das Recht auf Bildung haben, dass sie das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung haben. Dieser Fingerzeig ging nicht in Richtung der hochentwickelten Staaten mit einem exzellenten Sonderschulsystem, sondern ging eher in Richtung dieser Schwellen- und Entwicklungsländer. Und dort steht nirgendwo etwas von
Inklusion, sondern dort ist nur der Begriff der Integration verwendet. Und das ist ja das, was Deutschland leistet, und zwar hervorragend leistet, so, wo, wenn es überhaupt machbar ist, also alles das, was gemacht werden kann, natürlich muss man noch gucken, dass es finanzielle Grenzen gibt, wird in Deutschland geleistet, aber vor allen Dingen im Sonderschulsystem. Und die Inklusion als flächendeckendes Ideologieprojekt, die führt tatsächlich zu einer Überforderung nicht nur der behinderten Kinder, sondern auch der nicht behinderten Kinder in der Regelschule und der Lehrerschaft, die nicht die sonderpädagogische Ausbildung hat, die oftmals dann mit vielen Problemen konfrontiert ist, die in einer normalen Schule so nicht auftreten. Ja, und von daher sage ich, Inklusion führt zu einer Überforderung des Schulsystems, wenn es flächendeckend praktiziert wird, was nicht heißt, dass es Inklusion in einigen Leuchtturmschulen, in einigen Schwerpunktschulen, dort, wo wirklich die materiellen, die personellen, die räumlichen und die sächlichen Ausstattungen gegeben sind, auch gelingen kann. Aber das kann nicht flächendeckend gelingen. Ja, Björn Höcke hat von seiner Seite aus ein Statement abgegeben. Das deckt sich im Wesentlichen mit Ihren Ausführungen. Ich habe das Gefühl daraus, gerade weil sein Vater auch schwer sehbehindert war, er gesehen hat, wie sein Vater an der Sonderschule unterrichtet hat und das wie im Gespräch mit großer Liebe, dass er dass er zum Ausdruck bringen will, dass diese Kinder besondere Liebe, besondere Fürsorge brauchen und dass er sagt, es gibt natürlich Schulen, die leisten das, aber die sind natürlich in geringer Anzahl hier in Deutschland vorhanden, aber zum anderen die Pädagogen, zum einen Fürsprecher, dass er sagt, die Pädagogen sind nicht in der Lage aufgrund der Überlastung, dann haben wir ja auch bauliche Substanz, die kennen wir zur Genüge, die lässt zu wünschen übrig, aber wir haben entweder Equipment, das ist überhaupt nicht vorhanden oder ist kaputt, aber ist doch eigentlich etwas, was er positiv meint für die Menschen. Ja. Warum die Medien oder Herr Wüst nimmt es zum Anlass, das in dieser Form so darzustellen? Ich meine, der Begriff Nazi hat ja nun schwerwiegende Konsequenz. Und der hat ja so einen inflationären Charakter. Wie erklären Sie sich das? Ja, also gerade die gelebte Inklusion, wie sie in Deutschland stattfindet, das zu kritisieren, auch den Zustand, den das an unseren Schulen auslöst, im Prinzip mit Lehrern, die zwischen Integration, Inklusion, Normalbeschulung oftmals völlig überfordert sind, wo ein schöner Beruf, wo auch Idealisten, die in die Schule gehen als Pädagogen, die den Menschen was beibringen wollen, die sehen, wie man damit im Prinzip sie völlig überfordert mit dieser Hyperheterogenität der Klassenzimmer. Das ist eine völlig legitime politische Forderung zu sagen, dass in dieser Art und Weise, wie es stattfindet, was ja nachweislich auch zu immer schlechter werdenden Outputs führt, wo Kindern an der Regelschule aufgrund der Konstellation, wie sie eben dort vorzufinden ist, basalste Lese-, Rechnen- und Schreibfähigkeiten fehlen, also wo das schlichtweg nicht mehr funktioniert, unser Schulsystem, in einem Land, wo kluge Köpfe unsere wichtigste Ressource sind, da muss man drüber reden können. Und wenn man das in dieser Art und Weise skandalisiert, dann begibt sich Wüst dort in einen Bereich, den man sonst eher nur aus dem links-grünen Milieu kennt, wo man wirklich das Sagbare immer weiter einschränken möchte und wo alles, was nicht meiner Meinung ist, Nazi ist. Das ist aber in der Tat das Gegenteil von Demokratie. In der Demokratie muss man miteinander sich unterhalten, muss man auch unangenehme Diskussionen führen. Und diese Diskussion von mir aus über den Umgang damit, was ist das Beste für die Menschen, was ist das Beste für die Schüler, was ist das Beste für die Schulen, ist an diesem Punkt mittlerweile, wo das Schulsystem so weit runtergefahren ist, ist es eine unangenehme. Aber sie muss erlaubt sein, sie muss möglich sein. Wir müssen als Deutschland wieder, was die Schulen angeht, nach vorne kommen, bessere Bildungsabschlüsse für die Jugendlichen realisieren können. Sonst werden wir schlichtweg international auch Nachteile davon haben, sonst werden wir Bildungsbiografien haben, wo wir Menschen mit Behinderungen, Menschen mit ausländischer Herkunft, aber auch einheimischen Kindern schlichtweg nicht mehr gerecht werden und sie nach ihren Möglichkeiten schlichtweg in diesem Bildungssystem, wie sie es vorfinden in der Schule, mit Ausfallzeiten, mit Lehrern, die am Limit sind, wo man denen nicht mehr gerecht wird, wo man also Biografien damit im Prinzip jetzt schon an dieser Stelle schwer schädigt. Und wer diese offene Diskussion nicht führen möchte, diesen Wettbewerb der besten Ideen darum, wie Bildung aussehen soll, der ist vielleicht tatsächlich der Antidemokrat. Nun muss man ja sagen, das Ganze ist ja ein Konglomerat. Man hat auf der einen Seite hat man die Parteien, die seit Jahrzehnten, die sind auch 10 Jahre, die AfD jetzt im Markt, aber die anderen Parteien haben sich ja dermaßen etabliert und bilden ja in den Landesregierungen, der Bundesregierung, welche Konstellation auch immer, aber Zusammenarbeit. Hm. Nun gibt es ja die Verbände, es gibt die Medien. Aber man hat den Eindruck, dass man sagt, hier ist eine Riesenangst vorhanden, dass diese erworbene Komfortzone aufgegeben werden muss. Denn sonst würden ja eine journalistische Pflicht,
ist es ja dann nochmal nachzufragen, wie meinen Sie das? Und dann hätte man ja sehr schnell erkennen müssen anhand der Artikulation von Herrn Höcke, wie er es bei uns getan hat, bei Hallo Meinung, Moment, der meint es ja eigentlich ganz anders. Aber liegt hier eine Wahnsinnsangst vor, dass das Terrain, was in Jahrzehnten gewonnen wurde, was natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit hervorhob, dass das verloren geht? Ja, man lädt uns ja auch gar nicht mehr zu großen Talkshows in den öffentlich-rechtlichen Sendern ein, weil man da, so ist es mal ausgeführt worden, unproduktive Diskussionen dann vermutet, wenn ein AfDler da sitzt. Was ganz spannend ist, weil man ja das, was im Prinzip Chomsky damals mal ausgeführt hat, der sicherlich kein Rechter war, der sagte, man lässt da einen Meinungskorridor immer enger werden, man lässt durchaus auch verschiedene Meinungen zu, die man miteinander diskutieren lässt. Das ist genau das, was man in öffentlich-rechtlichen Sendern sieht. Aber wirklich unangenehme Meinungen, wirklich mal, dass man außerhalb der eingetrampelten Wege denkt oder vielleicht auch einfach das sagt, was Mehrheiten in der Bundesrepublik meinen, was Migration angeht, was wahrscheinlich auch Inklusion angeht, das lässt man erst gar nicht mehr zu. Man ist da gemütlich beieinander, man bestätigt sich selbst, man hat den Eindruck in diesen Filmstudios, da sind alle einer Meinung und so muss es sein. Wahrscheinlich möchte man da durchaus auch diesen Eindruck vermitteln, dann an die Zuschauer, ja, wenn das alles so denken, dann muss das wohl richtig sein. Aber es gibt eben da draußen ganz, ganz viele, die nicht dieser veröffentlichten Meinung entsprechen. Also das, was in der Mehrheit draußen der Bevölkerung, glaube ich, teilweise vorgeht, was die gefühlte Wahrheit ist, was man jeden Tag sieht, wenn man zur Arbeit geht, wenn man als Pädagoge in die Schulen geht, dann stellt man da fest, und da gibt es ja ganz verzweifelte Schreiben, die uns dann erreichen von Pädagogen, die sagen, ich bin Feuer und Flamme gewesen für meinen Beruf. Ich habe das immer gerne gemacht. Aber die Möglichkeiten, die mir Politik aktuell gibt, die lassen mich scheitern. Und das ist, glaube ich, umso bitterer, wenn jemand, der wirklich für seinen Beruf brennt, jemand, der in die Schule geht, um Kindern wirklich beste Bildung zu ermöglichen, dann sieht, er kann das gar nicht. Er kann nicht auf der einen Seite Menschen mit besonderem Förderungsbedarf gerecht werden und die zum Abitur führen, aber auf der anderen Seite dann in einer ganz normalen Schule ganz normale pubertierende Kinder handeln, auf der dritten Seite Menschen, die gar kein Deutsch sprechen, das alles miteinander zu panchieren und zu handeln. Da ist quasi Scheitern vorprogrammiert. Das sehen wir in der Realität, aber da tun wir allen im Prinzip großes Unrecht. Und das auszusprechen, noch einmal, also man hat immer noch den Eindruck, das alte Sprichwort in Deutschland gilt, derjenige, der auf die Probleme hinweist, der ist schlimmer als derjenige, der sie verursacht. Ich habe so den Eindruck, wenn man uns da so diabolisiert, wenn man uns da hinstellt als die puren Bösen, jetzt auch Höcke, der was gegen behinderte Kinder hat, dann möchte man einfach nicht auf die Probleme in diesem Land hingewiesen werden. Man möchte weiter in seiner Wohlfühl-Komfortzone Deutschland vor die Wand fahren sehen. Das ist ein Aspekt und da, liebe Zuschauer, muss ich deutlich sagen, leben Sie nicht von den Überschriften. Und jetzt haben wir wollen ja den Beweis erbringen, wie Sie letztlich in einer Form auf Meinungsrichtung gebracht werden sollen, die dann heißt, na was die machen, ist ja alles in Ordnung, das sind ja die Bösen. Das heißt also nur Überschriften. Das Erstaunliche ist in dem, wenn ich Gespräche führe, da kommt der Name Höcke immer sehr oft vor, ich kann die AfD nicht, weil, es werden weniger. Aber dann würde ich immer, jetzt bringen Sie mir doch mal konkret. Ich stelle mich da mal als derjenige, der politisch nicht so interessiert ist. Da fehlen fast immer die Argumente. Und wenn Argumente kommen, lassen die sich relativ schnell in Diskussionen hier aufweichen. Jetzt bringe ich zum Schluss noch was Lustiges, und zwar die Tagesschau. In Polen sind ja Wahlen gewesen. Dann haben die aus Polen berichtet, und da kommt also Folgendes, die machen Dieter Nuhr und alles, was an Kabarettisten unterwegs ist, Böhmermann sollte sowieso aufhören, aber die machen die alle arbeitslos. Und zwar kam Folgendes, da sagte die Dame in ihrem Kommentar, die PiS-Regierung hat nicht die absolute Mehrheit errungen, obwohl sie die öffentlich-rechtlichen Medien instrumentalisiert hat und für ihre Zwecke benutzt hat, hat es aber trotzdem nicht geschafft. Und hier das eine sehr einseitige Wahlberichterstattung beziehungsweise Vorwahlberichterstattung. Ich meine, da muss man doch sagen, die machen doch jeden Kabarettisten arbeitslos. Wollen wir doch mal die Wahlen in den Kollegen Lambrou in Hessen anschauen oder nehmen wir sie in Bayern? Ja. Da ist ja kein gutes Blatt an der AfD gelassen worden. Jeder weder an der Wahlvorberichterstattung im Morgenmagazin noch sonst. Glauben die das, was Sie da sagen? Man hat offensichtlich den Eindruck, diese sogenannten Haltungsjournalisten, die wähnen sich da auf der richtigen Seite und die sind offensichtlich der Meinung in ihrer Auslegung ihres Berufes, sie müssten sich mutig der AfD entgegenstellen. Ich glaube aber, was viel tiefer dahinter steht, ist ein absolutes fehlendes Vertrauen in die Wähler. Mhm. Die werden sich schon ihre eigene Meinung bilden können, wenn ich ganz neutral berichte. Auf der anderen Seite auch in die Demokratie. Mhm. Wenn es den einen oder anderen gibt, der von mir aus Gedanken hat, die mit den anderen Parteien nicht übereinkommen,
In der Demokratie wird immer miteinander verhandelt, wird immer um die beste Lösung gerungen. Ich glaube, dass die Demokratie stark genug ist, alle möglichen Parteien auszuhalten. Sie hat die Grünen ausgehalten, sie hat die Linken ausgehalten, sie wird mit Sicherheit auch die AfD aushalten. Ich glaube sogar, dass diese Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland die AfD gerade dringend, dringend braucht, weil in vielen Bereichen braucht es frischen Wind, braucht es auch mal wieder ein bisschen Ungemütlichkeit in den Parlamenten, in den Diskussionsrunden, dass mal wieder frische Ideen von außen dazukommen. Ansonsten glaube ich, dass sich Politik, Medien und durchaus auch viele in der Industrie ist da sehr gemütlich einrichten und mit dem, was so draußen auf der Straße passiert, was die Realität angeht, eigentlich so richtig gerne nicht mehr zu tun haben. Das ist korrekt, was Sie sagen. Und man muss eines dazu sagen, wenn die AfD mitregiert, sei es in den Ländern oder sei es im Bund, dann werden sich viele Dinge von selbst auf ein gewisses Niveau begeben. Das wird ein Niveau sein, wo man sagt, na, diese Leute können wir nicht mehr in die Öffentlichkeit lassen. Die gibt es in allen Parteien. Und es gibt Themen, wo man einfach sagt, Moment mal, da müssen wir koalitionsfähig sein, da müssen wir beschlussfähig sein. Und damit regeln sich viele Dinge von selbst. Ja, insofern sage ich jetzt noch ein bisschen humoristisch zum Schluss an öffentlich-rechtliche Fernsehen, ihr seid auf dem falschen Wege. Also da, ich imitiere jetzt den Herrn Söder. Ne? Aber nein, und hier wieder sachlich bei Hallo Meinung zurück. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie wehrhaft. Dankeschön. Vielen Dank.